wenn du nicht ganz so begeistert aussiehst. Ich habe eine sehr engagierte zweite Halbzeit von euch gesehen. Erste Halbzeit fand ich dann auch nicht so schlecht eigentlich. Hat nur die Effizienz mal wieder gefehlt vorne. Ab dem 16er war Schluss, die waren eiskalt mit drei Dingern. Zweiten Halbzeit habt ihr die richtig an die Wand gespielt. Ja, die letzte Minute muss man irgendwie ausblenden. Bittererweise noch den Ausgleich gesehen. Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Das ist echt, also es fühlt sich gerade definitiv an wie eine Niederlage. Wenn du so ein Tor in, ich weiß gar nicht wie viel Plus kassierst, da sieht man auch einfach, dass wir nicht clever genug sind. Die ist in den Führungen, die liegen dauernd auf dem Boden. Das verlange ich ja gar nicht, aber wir müssen uns einfach cleverer anstellen. Die rote muss ich mir nochmal angucken, das muss glaube ich auch nicht sein. Da müssen wir einfach klar den Ball klären, dann kommt es gar nicht zu der Ecke und ja, in der ersten Halbzeit die Dinger legen wir uns alle selber rein. Da stehst du vorne und verzweifelst manchmal, aber gut, haben uns in der Halbzeit gesammelt. Wir wussten, da ist noch was drin, weil im Endeffekt haben wir immer an uns geglaubt. Ich denke, das hat man auch gerade dann in der zweiten Halbzeit gesehen und ja, du hast schon gesagt, teilweise an die Wand gespielt. Jeder ist für den anderen gelaufen, wir haben gekämpft. Ja, es ist jetzt umso enttäuschender, dass es hier auch gar nicht mehr angegriffen hat. Also wie gesagt, bitterer geht's nicht. Aber gut, müssen jetzt irgendwie das Positive draus ziehen. Das ist erstmal, dass wir heute mal 4 Tore geschossen haben, dass wir nach einem 2-Tor-Rückstand in eine Führung umgedreht haben. Und ja, die Woche gut arbeiten, gut regenerieren und dann geht's weiter. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass die Essener dafür belohnt werden für ihr Zeitspiel. Erst lässt er 8 Minuten statt 5 ja. Minuten nachspielen und dann pfeift er noch nicht mal an nach dem Tor. Schiri hat sowieso ziemlich wenig Kontrolle in dem Spiel gehabt, hatte ich so den Eindruck. Ja, also... War sehr hitzig, 2 rote Karten hatten wir auch noch. Ja, das auch. Wie gesagt, da will ich gar nichts zu sagen. Das sollen andere bewerten, das ist nicht meine Aufgabe. Jeder sieht das, wir Spieler sehen das auch noch immer anders auf dem Feld. Es war wahrscheinlich nicht sein allerbester Tag, sagen wir es mal so, ganz solidarisch ausgedrückt. Aber daran hat es mit Sicherheit nicht gelegen, dass wir heute nicht als Sieger vom Platz gegangen sind. Wie war es für dich persönlich? Du hast jetzt mittlerweile beim KFC fast jede Position durch. Demnächst fehlt noch das Tor, dann haben wir alles. Hast aber eigentlich einen ganz guten Job da vorne gemacht, obwohl das jetzt nicht gerade deine Stammposition da als Mittelstürmer vorne. Nee, Mittelstürmer ist nicht meine Stammposition, aber ja... Es ist so, dass ich mich immer in den Dienst der Mannschaft stelle und es war halt so, dass der Trainer mir gesagt hat, dass ich da vorne spiele und dass ich das Vertrauen bekomme und habe versucht, bestmöglich zu helfen und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, gerade auch im Zusammenspiel mit Taller. Ja, wie gesagt, nochmal in der ersten Halbzeit also, hingen wir ein bisschen in der Luft, aber gut, müssen wir alles nochmal in Ruhe analysieren und ja, dann können wir mal weiter gucken. Aber im Großen und Ganzen, ja, kann ich sagen, persönlich war es okay. Also war jetzt nicht mein bestes Spiel, aber es war okay. 2 positive Dinge würde ich mal festhalten. Erstmal haben wir aus dem 1-3 ein 4-3 gemacht. Muss man auch erstmal machen. Man konnte auch merken, dass ihr die Tribüne Stück für Stück zurückerobert habt in der zweiten Halbzeit. Und das 4-3 war auch so ein bisschen Folge. Plötzlich war die Tribüne komplett da nach dem Ausgleich. Ihr nehmt ihm sofort den Ball ab und dann der Sonntagsschuss von Taller. Das macht schon einiges aus, hat auch ein bisschen mehr Spaß gemacht wahrscheinlich als sonst. Ja, hundertprozentig. Es ist nie schön, ausgepfiffen zu werden oder keine Unterstützung zu haben. Natürlich ist es umso geiler, wenn man sich das dann wieder auch erarbeitet und zurückverdient. Und ja, das war halt auch eins unserer Ziele, dass wir da auch wieder einen Schritt auf unsere Fans zumachen und... ja, ich bin froh, dass es so angenommen wurde. Ich denke, man hat gesehen, dass wir uns auf dem Feld auch zerrissen haben. Wir sind kämpferisch, glaube ich, bis ins Limit gegangen. Und ja, das muss uns jetzt ausmachen, die nächsten Spiele. Weil man sieht ja, über Kampf findet man dann auch manchmal die Leichtigkeit im Spiel. Und ja, so muss es weitergehen. Gegen die stärkere Mannschaft fällt es euch irgendwie ein bisschen leichter. Ne? Dann haben wir für nächste Woche noch ein positives Spiel vor uns mit Hilfe. Ja, wenn man die Ergebnisse sieht, sollte man das meinen. Aber
wir schauen einfach mal. Da ist jeder Gegner anders. Natürlich ist es gegen tiefstehenden Gegner deutlich schwieriger. Die sind deutlich schwieriger zu bespielen als jetzt ein Gegner, der vielleicht uns mal mehr Räume gibt. Aber ja, wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen, uns jetzt vorbereiten und im besten Fall dann die 3 Punkte mitnehmen. Alles klar. Dankeschön. Sehr gerne. Glückwunsch zum guten Spiel. Dankeschön.